Hallo mein Lieben, das hier ist mit Abstand der teuerste Kaffee, den ich jemals bei mir auf dem Tresen stehen hatte. 960 Euro pro Kilogramm waren die Spitzenpreise, die für diesen Kaffee erzielt wurden. Warum ich nur 160 Euro pro Kilogramm dafür gezahlt habe, warum ihr das auch könnt und wie ihr mit diesem Kaffee umgeht, das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Der Kaffee, um den es heute geht, ist ein sogenannter Geisha aus Panama. Panama Geishas sind weltweit bekannt für ihre Qualität und ihre herausragende Aromatik und Geschmack. Deswegen ist es auch nicht ganz unüblich, dass ein Panama Geisha bis zu 200 Euro pro Kilogramm kosten kann. Es ist einfach einer der teuersten und qualitativ hochwertigsten Kaffees, die es da draußen gibt. Fangen wir erstmal an mit Geisha an und für sich. Geisha ist die Varietät. Das heißt, könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie die Rebsorte bei einem Wein. Ich habe einen Weißwein und dann habe ich Riesling, Grauburgunder, Chardonnay und so weiter und so fort. Und die Rebsorten wären übertragenen Sinne die Varietäten im Kaffee. Und hier habe ich einen Geisha, eine Geisha-Varietät. Geisha hat erstmal nichts mit Japan zu tun, was man vielleicht erstmal denken könnte, sondern ist dem Ursprung des Kaffees geschuldet. Die Varietät Geisha kommt aus der Region des Georgi Geisha Forest in Äthiopien. Also Geisha ist ursprünglich das äthiopische Wort für diese Region und das wurde über die Zeit eben einfach zu Geisha. Hinzu kommt, dass diesem Kaffee immer mal wieder Noten von Jasminblüte und blumige Aromen nachgesagt werden, was natürlich in diese Geisha-Japan-Kiste wieder so ein bisschen mit reinspielt. Aber grundsätzlich nichts mit Japan zu tun, sondern mit Äthiopien. Der Kaffee wurde dann ursprünglich nach Costa Rica gebracht, hat von Costa Rica den Weg nach Panama gefunden und wurde dann in Panama perfektioniert, ausgebaut, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Maßgeblich mit für den Erfolg verantwortlich für diese Varietät ist die Familie Petersons auf der Farm oder Finca Esmeralda in Panama. Und die haben diese Varietät eben so ausgebaut, dass sie Kaffeekenner rund um die Welt absolut begeistert haben. Wie gesagt, sagt man diesem Kaffee Aromen nach, die teeartig, leicht, floral, blumig und wahnsinnig komplex sind. Einfach ein sehr, sehr spannender Kaffee, der auch einiges an Süße mitbringt und sich eben einfach deutlich von den anderen Kaffeevarietäten und Kaffeearten abhebt. Diese Packung im Speziellen habe ich von einer kleinen Rösterei aus Nürnberg. Machhörndl ist der Name. Ist dem einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff, ist eine bekannte Spezialitätenrösterei in der Region. Wie eingangs gesagt, hat der Kaffee bei der Auktion Preise von 960 Euro pro Kilogramm erreicht, weil er unter anderem auch als Panamas Best bzw. Best of Panama ausgezeichnet wurde. Das ist ein Panel von verschiedenen Kaffee-Experten weltweit, die Kaffees aus Panama bewerten und die dann eben ranken. Und da hat er eine Punktzahl von 96 von 100 Punkten bekommen. Ist natürlich immer, ja, ist halt eine Zahl, ne? Also Geschmack lässt sich schwer in Zahlen übertragen. Hat halt einen gewissen Hype zur Folge gehabt, weshalb der Preis so extrem nach oben gegangen ist. Machhörndl hat aber, bevor diese Auszeichnung stattgefunden hat, den Kaffee schon bestellt gehabt und daher noch normale Preise gekriegt und bietet diese Packung, das sind jetzt 125 Gramm, für 19,60 Euro an. Das entspricht einem Kilopreis von, wie gesagt, ungefähr 160 Euro. Wenn ich den finalen Auktionspreis zu Rate ziehen würde, würde es aber heißen, dass diese kleine Packung 120 Euro gekostet hätte. Plus, weil es ist ja nur der Rohkaffeepreis in der Auktion. Ja? Also, kann man mal sehen. Werfen wir mal einen Blick auf die Packung, was Machhörndl uns über den Kaffee zu sagen hat. Also, wie gesagt, Panama Geisha von der Finca Auroma, Anbauhöhe 1579 bis 1770 Meter, Region Volcán in Chiriquí, Varietät 100% Geisha und der Kaffee ist gewaschen. Als Geschmacksnoten Jasmin, Bergamott und Cassis. Wie gesagt, Geisha ganz bekannt für Jasminnoten, blumige Aromen und filigrane Strukturen. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist dieser Kaffee so wahnsinnig teuer? Hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist die Nachfrage nach Geisha sehr, sehr hoch, weil dieser Kaffee ebenso qualitativ hochwertig und besonders in seiner Aromatik ist. Auf der anderen Seite ist es aber nicht ganz so einfach, Geisha anzubauen. Zum einen ist er sehr anfällig für Kaffeerost, das ist einfach eine Krankheit, die die Kaffeepflanze befällt, für sehr viel Ernteausfälle sorgt. Und zum anderen ist er sehr anspruchsvoll im Anbau. Also man muss da sehr viel Arbeit rein investieren, um diesen Kaffee anbauen zu können. Was beides den Preis natürlich nach oben treibt und die Erntemengen gleichzeitig reduziert. Und hohe Nachfrage, geringes Angebot bedeutet hohe Preise. Da Kaffee immer auktioniert wird, also in Auktionen verkauft wird oder in den allermeisten Fällen, reguliert der Markt im Endeffekt den Preis. Und das sind eben die Preise, die Kaffeeliebhaber weltweit bereit sind, dafür zu zahlen. So auch ich.
wie man sieht. An dieser Stelle wie immer auch der Hinweis, so eine Packung geht auch an meine Patreons, die mir ein Budget zur Verfügung stellen, solche Kaffees gelegentlich mal kaufen zu können und verkosten zu können und mich einfach unterstützen in meiner Arbeit. Wenn du auf sowas grundsätzlich auch Bock hast, wenn du Lust hast, was zu gewinnen, da gibt es auch zusätzliche Videos und so weiter und so fort, findest du unten den Link zu meinem Patreon-Account. Schau gerne mal vorbei und wir sehen uns dort. Und weiter im Text. Was machen wir jetzt mit so einem Kaffee? Ja, da hat man ja fast schon Berührungsängste bei solchen Preisen, insbesondere da wir in der Packung nur 125 Gramm haben. Da will man natürlich nichts verschwenden. Hier habt ihr natürlich verschiedene Optionen, wie ihr den Kaffee zubereiten könnt. Starten wir beim Cupping. Cupping ist so diese klassische Methode, bei der ich einen Kaffee verkoste und wirklich versuche, das komplette Aromenspektrum irgendwie wahrzunehmen. Ist nicht sonderlich alltagstauglich, so ein Cupping, und ihr habt natürlich den Nachteil, dass relativ viel in der Tasse zurückbleibt, weil ihr den Kaffee nicht filtert und ihr möchtet ja das Mahlgut quasi nicht mitschlürfen und mitessen. Ja, dafür ist es nicht gedacht. Deswegen ist vielleicht für den ersten Versuch ganz interessant, um einfach mal zu gucken, okay, was kommt beim Cupping raus und es dann nachher mit der präferierten Filtermethode zu vergleichen. Aber sonst wäre das jetzt vielleicht nicht die erste Empfehlung, die ich geben würde. Aber es ist zumindest eine Option. Zweite Möglichkeit wäre, das Ganze natürlich als Espresso zu bereiten. Davon würde ich bei so einem Kaffee tendenziell abraten. Einfach deswegen, beim Espresso ist das Fehlerpotenzial sehr, sehr hoch und auch das Risiko hoch, dass man dann doch Fehler macht, die dazu sorgen, dass der Kaffee nicht sonderlich lecker wird. Und ihr habt natürlich auch relativ viel Kaffeeeinsatz für den Espresso, den ihr nachher rausbekommt. Ein weiteres Problem bei der Espresso-Zubereitung ist, beziehungsweise beim Espresso als Kategorie an sich, ist, dass Espresso ein sehr konzentriertes Getränk ist. Und je konzentrierter etwas ist, desto schwieriger fällt es euren Geschmacksknospen, die Aromen wirklich wahrzunehmen und voneinander zu differenzieren. Das heißt, viel von dem Potenzial, was in einem Kaffee steckt, könnt ihr über die Espresso-Zubereitung gar nicht wahrnehmen. Last but not least haben wir die Zubereitung als Filterkaffee, und das ist auch das, was ich euch tatsächlich empfehlen würde, so einen Kaffee als Filterkaffee zuzubereiten. Zum einen, auch wenn ihr kleinere Fehler macht, landet ihr nicht gleich ja komplett ab vom Schuss und der Kaffee wird tendenziell trotzdem noch sehr gut trinkbar und genießbar sein, auch wenn er jetzt vielleicht nicht das Optimum entfaltet, aber ihr werdet definitiv noch ein gutes Ergebnis in der Tasse haben, weil der Kaffee an und für sich auch sehr gut ist. Des Weiteren würde ich euch empfehlen, einfach die Filtermethode zu nehmen, mit der ihr euch sicher fühlt, mit der ihr euch wohlfühlt, die ihr vielleicht täglich auch benutzt, weil da habt ihr einfach schon die Routine und die Übung. Ist egal, ob das jetzt ein V60, eine French Press oder eine Aeropress ist. Ja, probiert es aus in dem Fall. Ja? Ihr könnt das als Tipp mit einem anderen Kaffee, der dem ähnlich ist, auch üben und spart euch dadurch ja langes Suchen nach dem richtigen Mahlgrad. Seid im Endeffekt gleich schon in dem Bereich, wo ihr hin müsst. Das heißt, ihr schaut euch an, was für eine Kaffeeart habt ihr, in dem Fall Arabica, welcher Höhe ist der gewachsen und wie ist der geröstet. Das sind die drei wichtigsten Faktoren, wenn es um die Bestimmung des Mahlgrades geht. Wenn ihr sagt, ja, schön und gut, ich kenne mich aber mit keiner Filterkaffeemethode wirklich gut aus, dann empfehle ich euch tatsächlich eher die Aeropress zu verwenden, weil mit der Aeropress könnt ihr Fehler im Mahlgrad noch recht gut korrigieren, indem ihr entweder die Brühzeit ein bisschen länger wählt oder eben abbrecht, dadurch, dass ihr den Kaffee durchdrückt, und habt da eben nochmal etwas mehr Kontrolle über die Brühzeit, die im Endeffekt am schwersten mit ins Gewicht fällt. Wunderbar, soweit so gut. Kommen wir zum spannenden Part und schauen uns den Kaffee mal an. Da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Boah, krass. Wie der schon rausriecht. Oh, mega. Ich glaube, ich stehe jetzt hier einfach eine Stunde und rieche einfach nur dran. Oh, riecht echt super spannend. Hat so ein bisschen was, ja, wie schon gesagt, Blumiges, aber an irgendwas erinnert es mich noch. So um die Winter-Weihnachtszeit rum. Ist nicht so diese Zimtnummer, sondern eher, ach, jetzt weiß ich. Kennt ihr diese Dominosteine mit dieser Marmeladenfüllung? An die erinnert mich das so ein bisschen. An dieses Orangige, Schokoladige. Das ist wahrscheinlich auch das, was die hier mit Bergamott meinen. Wahnsinn. Also, geruchstechnisch schon mal tippitoppi. Dann mache ich mir da jetzt mal schnell eine Aeropress draus und genieße. Bevor es losgeht, noch ein, zwei Tipps meinerseits. Zum einen, schaut wirklich, dass ihr auf die Qualität achtet. Sowohl was euer Brühwasser angeht, dass ihr wirklich gutes Wasser habt und nicht einfach Wasser aus der Leitung nehmt.
Je nach Region kann es vielleicht auch passen, aber ihr solltet schon gucken, dass ihr da ordentliches Wasser habt. Die Kaffeemacher haben da mal ein sehr, sehr gutes Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch auch hier oben. Da könnt ihr mal reinschauen, weil das ist ein bisschen komplexeres Thema. Wenn ihr es euch einfach machen möchtet, es gibt so Supplements, also so kleine Tütchen mit Mineralstoffen, die man in destilliertes Wasser gibt und dann quasi das optimale Brühwasser habt. Das verlinke ich euch wiederum unten. Könnt ihr mal schauen, vielleicht ist das was für euch. Also das Wasser muss auf jeden Fall passen, wenn ihr so einen Kaffee brüht. Des Weiteren sollte der Kaffee unbedingt frisch gemahlen sein und nicht irgendwo im Coffeeshop vorgemahlen, weil der Kaffee einfach wahnsinnig schnell an Aromen verliert. Also die zwei Sachen solltet ihr wirklich berücksichtigen. Einmal gutes Wasser und das zweite, den Kaffee wirklich frisch und idealerweise auf einer guten Mühle mahlen. So, hier haben wir das flüssige Gold. Schauen wir mal. Ach, ist das schön. Also, an solchen Tagen muss man meinen Job einfach lieben. Bei solchen Cafés, okay, ist jetzt ein bisschen sophisticated, bla bla bla, nehme ich ganz gerne ein Glas, das sich nach oben verjüngt. Weil, wenn ihr ein Glas habt, das sich verjüngt dann nach oben, dann sammelt das die Aromen so ein bisschen an der Nase und man kann die ein bisschen besser wahrnehmen. Also das kann man ruhig behandeln wie so einen hochwertigen, ordentlichen Wein. Und man sollte es tatsächlich auch ein bisschen abkühlen lassen, das Ganze. Ja, weil wenn ihr direkt nach dem Brühen probiert, ist der Kaffee noch zu heiß und dann könnt ihr die Aromen gar nicht richtig wahrnehmen. Deswegen gebt dem Ganzen ruhig ein bisschen Zeit, genießt den Kaffee über ein paar Minuten hinweg und dann schaut, was euch so liefert. Mega. Super lecker. Ist noch ein bisschen zu heiß. Ich muss ihn noch ein bisschen abkühlen lassen. Aber er ist schon jetzt echt top. Also wirklich ein super filigraner Kaffee. Ganz feingliedrig, ganz feine Struktur. Man darf sich das immer nicht so vorstellen, wie so diesen Filterkaffee, den man irgendwie aus dem Büro kennt, der irgendwie nur bitter und ekelhaft schmeckt, nach kalten Aschenbecher. Ja, das ist was ganz anderes. Also wirklich, ja. Also definitiv Empfehlung. Wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt, probiert mal einen Geisha aus. Ist natürlich ein gewisses Investment. Weiß ich auch, ist nicht jedermanns Sache. Aber wenn man wirklich Kaffee erleben möchte und Kaffee mal in seiner Ganzheit, in dem ganzen Spektrum, was Kaffee so liefern kann, erleben möchte, dann muss man auch mal einen Geisha probiert haben. Wenn ihr die Wahl habt, Kopi Luwak oder Geisha, auf jeden Fall Geisha. Wenn ihr die Wahl habt, Kopi Luwak oder irgendwas anderes, nehmt irgendwas anderes. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt natürlich auch nochmal die Frage aller Fragen. Lohnt sich sowas? Und wenn ja, für wen lohnt sich sowas? Also grundsätzlich ist natürlich Geschmack immer sehr subjektiv. Es ist ähnlich wie bei den Spirituosen auch. Irgendwann ist einfach so die Schwelle erreicht, wo man sagt, gut, jetzt ist es eigentlich mehr Marketing oder mehr Storytelling als wirklich Geschmack. Wenn der Kaffee jetzt wirklich 120 Euro dieses Päckchen gekostet hätte, statt 20 Euro, dann hätte ich ihn nicht gekauft. Also das ist für mich dann einfach ein Punkt, wo ich sage so, ja gut, aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Aber sonst, wie gesagt, try it out. Eben einfach, um mal zu sehen, was Kaffee sonst so bieten kann. Ich würde allerdings wirklich open-minded an die Sache rangehen. Also schaut, dass ihr nicht denkt so, okay, ich muss jetzt irgendwie Omas French Press Kaffee da drin wiederfinden. Es ist wirklich was anderes. Denkt vielleicht eher an Tee und dann werdet ihr wirklich viel, viel Spaß mit so einem Kaffee haben und der würde euch vielleicht auch ein bisschen die Augen öffnen, was Kaffee tatsächlich sonst noch so kann. Wunderbar, dann haben wir auch diesen Kaffee wieder ausreichend erörtert, zumindest für meinen Geschmack. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst es mir in den Kommentaren. Sonst, wie immer, liken, abonnieren, damit der Kanal weiter wachsen kann. Das unterstützt mich. Und ja, ihr verpasst kein neues Video von mir. Apropos neues Video. Hier findet ihr ein Video zum Cupping, wie ihr ein Cupping aufsetzt, falls ihr das mal ausprobieren möchtet. Und hier drüben die Links zum Abo und zu meinem Patreon. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.